Jetzt lass mich doch auch mal einen hochbeamen hier, verdammt. Ja, es sind ja noch zwei da. So, was haben wir hier in der Kiste? Kleine Energiezelle kannst du haben. Brauche ich nicht. So, hoch mit dir, mein Junge. Wieso kann ich denn nicht mit... Ganz kurz, war da was mit Diplomaten? Ja, ja, muss erst noch der eine hier weg. So, jetzt müsste sie... Der ist weg. So, wo ist der nächste? Auf der anderen Seite vom Tisch hier. Da ist noch einer. Das sind gleich zwei. Vielen Dank, jo, bitte gerne. Tschüssikowski. Gutes Leben noch. Mal gut. Kennst du es am Schiff gerückt? Hochbeamen. Mein Inventar ist übrigens schon wieder voll. Ach nö. Was? Ich konnte mein Zeug nicht zu Ende aufsammeln. Ja, mein Inventar ist schon wieder voll. Meinst du nicht? Was? Captain Tom, dass die klingonischen Schiffe enttarnen sich und machen ihre Waffen bereit. Bitteschön. Raus aus dem Planeten und schon gibt's wieder Balla Balla. Ja, ja. Da wird's nicht langweilig. Boom! Hast du gesehen? Wie man das macht? Ich habe gerade woanders hingeguckt. Zum Beispiel, wer auf mich schießt. So, was sind denn? Wo sind denn die Jungs? Da. Da hinten sind noch welche. Schlachtkreuzer kommt auf uns zu. Oh, das hat dem von mir jetzt aber ganz schön wehgetan und das tut mir jetzt weh. So. Sir, wir werden vom Klingonengeschiff gerufen. Jo, auf dem Hauptschirm. Sie kämpfen gut, Leute. Nicht so gut wie ein Klingon im Kampf ist uns niemals gleich. Okay. Ich bin der Botschafter gegen Russian Reiskasse, blablabla, jeder fehlt ein weiterer Botschafter. Mach mich kaputt, ja genau. Helfen Sie dem Botschafter Kass, Piers Flaggschiff zu besiegen? Wollen wir jetzt den Klingonen helfen? Ja. Das ist eine kleine Scheiß-Schiff da, Bird of Prey oder was? Nee, da sind mehr. Oh. Geht aber immer schön aufs Botschafterschiff. Ich sehe noch kein Botschafterschiff. Das ist da oben hier. Die schießen nicht auf mich. Oh, einen kritischen Treffer habe ich den erstmal eingegeben. So. Hab ich mehrere.
Dadurch, dass ich Glück und akkurat und so eine Scheiße habe. Da, ich flieg gerade da, Botschafter Kass. Da, Feinde. Du kriegst mich nicht klein, du scheiß kleiner Scheißhaufen, du. Du kriegst mich nicht klein. Klein ist gut. Aha. Willst schon wieder abhauen? Feige Sau. Auszeichnung halten. Vermittler. Was ist das? Kanons? Abgehe. Ich habe noch kein Level up. Verlassen Sie das System. Jawohl. Mission Return Error. Du bist schon weg, ne? Yep. Boah, was ist das für ein Scheiß, ey. Verlassen Sie das System. Ja, jetzt geht's nämlich. Sternflotte rufen und Mission abgeben. Das ist schön. Ich kann die Mission wieder mal nicht abgeben. Warum? Weil mein Inventar schon wieder voll ist. Ach so. Und ich weiß nicht, Phaser, was ist denn jetzt gemacht? Schon wieder ein Level abgekriegt. Konnte nicht gelöst werden, siehst du? Ich konnte sie einfach wieder mal nicht lösen. Jetzt schmeiß ich einfach alles raus, verwerfen. Ich hab so ein kleines Inventar hier, echt. Das geht wird mit der Zeit auch noch größer. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Trippe. Gewöhnliches Gerät für deinen Einsatz auf dem Boden. Weg damit, weg. Verwerfen, raus. Was hab ich da? Standardausgabe persönlicher Schutzschild. Verwerfen. Tschüss. So. Sternflotte rufen. In Arbeit. Die Kubas Mag kann ich abgeben. Ja, ja. Genau. Jetzt bin ich abgelabelt. Level 8 bin ich jetzt. Ich 9. Krieg ist gut fürs Geschäft. Was ist das? Nächste Mission. Akzeptieren wir mal, ne? Ich habe aber noch eine zum Abgeben. Und zwar erste Besatzung. Kann ich aber nicht abgeben. Aha. Sprechen Sie mit Leutnant Ferrier an der Sternflottenakademie. Da muss ich das jetzt abgeben. So. Medizinische Scheiße. Bitte sprechen Sie mit dem Leutnant medizinischen Offizier. Im Raumtag der Erde über Verletzungen. Habe ich das nicht schon gemacht? Egal. So, jetzt erstmal ein bisschen aufräumen hier wieder. Beziehungsweise das Ding erstmal einbauen, was wir da jetzt gekriegt haben, ne? Ja. Das war mit U. Level dann in der Zeit Schiff. Ein bisschen. Was ist denn das jetzt da? Impulsantritt MK2 ist aktuell. Wieso habe ich zwei Impulsantriebe der Klasse MK2 drauf? Tja, wahrscheinlich, weil du irgendwann mal den zweiten noch gekriegt hast. Verkaufen, oder? Bringt 5000, das Ding. Ja. Konsole, Manövrierbeschleuniger, das war aber nicht. Wo habe ich denn das jetzt gekriegt hier? Da, Konsole. Photonendetonationsaggregat MK1. Alles, was grün ist, ist gut, ne? Ja. Soll ich das einbauen? Wenn es grün und eine höhere Zahl hat als das, was jetzt schon drin ist, ja. Ist auch MK1. Aber 3,8% Phaserschaden und 5,8% Photonprojektilschaden. Ja, dann baue es ein. Aber wo kommt das hin, das Ding? Was ist denn das? Ist eine Konsole Taktik Photonen Detonationsaggregat. Ja, bei taktische Konsolen im Schiff.
Also, das haben wir mal eingebaut. Wo haben wir jetzt das von der Mission? Wo haben wir das denn jetzt gekriegt hier? Persönlicher Azura-Kommandocode. Brauche ich den noch? Ja. Gewöhnliches Gerät zum Einsatz auf dem Boden. Weg damit, komm. Verwerfen. Ich diskutiere jetzt nicht mehr. So scheiße. Spezial, das hatten wir. Mineralprobe brauchen wir noch. Antriebsbatterie. Haben wir auch noch. Wie heißt denn das Ding, was wir jetzt gekriegt haben hier, verdammt? Was? Welches Ding? Wir haben da jetzt irgendwas gekriegt. Eine neue Mission wieder. Ja, und für unser Schiff. Irgendwas. Ach, Deflektor war das. Wie sieht denn das Ding aus? Das ist so ein eckiges Ding. Aha, Neutronen? Genau der. Neutroneneffektionsschild MK2. Wo kommt das Ding hin? Und der Schilder, ne? Deflektor. Nee, Deflektor kommt das rein. So, auch getauscht. Dann kann ich den alten ja wegschmeißen, ne? Genau. Verwerfen. Also überall, wo ein 1 drauf ist, weg. Was haben wir da? Konsole Technik. Monatomlegierung MK1. Habe ich die denn schon drin? Das ist eine technische Konsole. Die kann ich mir auch noch einbauen hier. Warum habe ich die nicht eingebaut? Keine Ahnung. Ja. Drin. Was haben wir da noch? Aktuelle Heckwaffe, Phaserstrahlbank, Standardausgabe. Und ich hätte eine Quentenminenwerfer MK2 noch im Angebot, den ich einbauen kann. Tja, das ist Geschmackssache. Ich mag Minen nicht besonders. Ach, die schmeißen dann nur Minen, oder was? Yep. Ja, 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 das ist eine gute Frage. Jetzt, ich lasse es jetzt erstmal drin. Und dann noch. Filtration, weg! Ich muss nichts essen. Wer isst, stirbt. Oh, Shield Array, okay, haben wir, ist auch eins. Kann eigentlich auch raus. Verwerfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weitere haben wir noch. Wo müssen wir denn hin als nächstes? In dann fliegen wir dann in den Celes-System. Da ist wieder so ein grüner Kreis drum. Celes-System. Nee, Celes. Mal hin. Ja, ja. Weil die Aufnahmezeit ist bald erreicht. Ja. Wieder mal. Die Feinde angreifen? Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir sollten aber mal anfangen, hier unseren alten Scheiß mal abzuarbeiten, was wir da noch haben, ne? Ja. Wir haben jetzt eine aktuelle Mission, die nennt sich Erste Besatzung. Dann haben wir Krieg ist gut fürs Geschäft. Sternenbasis 24, Diplomaten in der neutralen Zone. Das machen wir alles noch nebenbei. Die Bedürfnisse vieler und ein Tutorial medizinische Behandlung. Bitte sprechen Sie mit dem leitenden und medizinischen Offizier. Das machen wir auch noch. So. Bereit? Start, Krieg ist gut fürs Geschäft. Genau. Wollen wir das noch machen? Ja. Ich denke, einen Teil davon kriegen wir noch hin. Was? Es sind so anzeigen ein Schiff im System, Captain. Es ist die USS Shikar. Lagebericht. Captain Shikar hat einen erotischen Fehler in der Steuerhauptenergiekupplung. Laut Kanon reicht die Energie für die Lebenserhaltungssysteme und gegebenenfalls für die Waffen, aber die Antriebe sind ausgefallen. Lassen Sie die Wissenschaftler an Bord und helfen Ihnen, Ihre Scans und Anomalien in diesem Gebiet abzuschließen. Okay. Dann fliegen wir da mal hin, ne? Yep. Unsere Scans an einer Plasma. Okay, weiter. Wir übermitteln Informationen. Okay, weiter. Ein hilfreicher Scan. Ich habe gar nicht gescannt. Aber du wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube schon. Scannen Sie Anomalien der Asteroiden im Nebel.
Ja, wo sind denn die anderen Vanille? Wo sind sie denn? Das sind diese großen unauffälligen Brocken da hinten. Ach, diese ganz großen Dinge? Mhm. Gibt's 3 Stück von. Fliegst du zu dem da vorne? Ja. Dann nehme ich den da hinten. Das ist der einzige, den ich jetzt zumindest gesehen habe. Ja, ja. Ja, ist gut, ich weiß. Ja. Das heißt, ich kann jetzt nicht schnell fliegen, oder was? Genau. Das ist so eine ekelhafte Suppe. So, fertig. Ich bin noch nicht mal da. Ich darf ja noch nicht Vollgas fliegen hier. So. Lässt er mich jetzt auch mal scannen hier? Ich bin ganz nah dran. Ich bin raus aus der Suppe, glaube ich, oder? Nee, noch nicht. Oh, ich kann nicht vorhin einen Impuls geben. Nee, du musst erst aus der Suppe wieder raus. Also den habe ich gescannt. Ja, habe ich gesehen. Oh, das macht aber immer noch Schaden, das Scheißding hier. Ist mir egal, jetzt fliegen wir volle Lotte hier. Ach, dann wollte ich drehen. Schadet unseren Impulsantrieb eher. Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist der volle Impuls ausgefahren? Meiner funktioniert jetzt wieder. Feindkontakt! Man kann die Mission auch lösen, ohne sich mit denen anzulegen. Ja, ich fliege ja auch schon zu dir hoch. Erstmal weg vom Feind, ne? Wir verpissen uns mal. Wir sind ja ganz taktisch und verpissen uns einfach mal. Ja, immer. TTV. So, wo ist denn noch so eine Anomalie? Hier. Wir fliegen jetzt in den Nebel hinein, okay. Da ist auch ein Feind. Hm. Viele Feinde. Ja, ja. Du bist auch noch viel, viel zu weit weg von mir. Ich kann dir jetzt also noch nicht mal so Unterstützung geben. Nicht schlimm. Warpen Sie zur Sternenbasis. Und tschüss. Dann wollen wir uns mal eben einfach verpissen, ne? Ja. Einfach verpisst. Also bei Sternenbasis 24 war ja noch irgendwas, was wir machen müssen, ne? Ja, aber wir sind hier bei 114. So, Stunde müsste jetzt gleich voll sein, ne? Stunde ist jetzt gleich voll, ja. Dann würde ich sagen, beamen wir uns hier noch runter und dann... Wissenschaftler zur Station beamen. Danke, die haben wir jetzt runtergebeamt. Zur Station runterbeamen, ne? Jupp. Bist du soweit? Jupp. Gut, dann würde ich sagen, machen wir so. Hier. Dann den Break erstmal. Dann machen wir hier erstmal wieder den Break. Ich stelle mich wieder vor dir hin. So ganz klassisch, ne? Da vorne ist übrigens hier unser schöner Steven, ne? Sieht ziemlich weiblich aus in diesem Spiel hier. Ja, warum nicht? In dem Sinne würde ich sagen, das war's dann für heute. Ne, ich habe noch Fähigkeiten abzuquellen, das mache ich jetzt noch. Das habe ich schon erledigt. Das mache ich jetzt noch. Das ist Waffenkenntnisse, taktische Bodenpersonal, so. Akzeptieren, die kriegt auch noch was hier, da. Photonengranate, jawohl. Brauchen wir immer öfter. Akzeptieren.
Torpedo verstärkte Wirkung kann ich nicht, ist schon volle Lotte. Was haben wir denn da? Kann Sensoren stören. So. Auch noch ein mehr akzeptieren. Was kriegst du noch? Technik-Team. So, der kriegt natürlich viel mehr. Dann nimmt sofort Reparaturen an der Hülle und so weiter vor, ne? So. An mir kann ich jetzt natürlich was noch machen? Raumschiffmanöver? Ne, da lämmen wir erstmal Reparatur der Raumschiffhülle, ne? Auf volle Lotte. Ja, die ist bei mir schon. Die ist bei mir jetzt auch auf volle Lotte und dann habe ich noch Raumschiff-Angriffsmanöver. Mhm. Brauchen wir nicht. Raumschließ Flusskondensatoren, was ist das? Raumschiff-Schildemitter. Da, akzeptieren. So, das habe ich jetzt auch noch gemacht, Zivilleute. In dem Sinne würde ich sagen, das war's dann erstmal für uns. Für euch sind jetzt wieder für 3 Tage hier genug Material da, das ihr euch angucken könnt. Ich für meinen Teil bedanke mich für Steven, fürs Mitfliegen und so, fürs Mitkämpfen, obwohl er heute so ein bisschen auf eigene Faust gekämpft hat. Ein bisschen. Ist launenabhängig heute. Und bedanke mich fürs Zuschauen, auch im Namen von Steven. Ja, ich bedanke mich auch beim Thomas fürs Kommentieren. Ja, kein Thema, kein Thema. Weißt du, mach ich gerne. Ja. Wenn du dich immer bei mir bedankst, muss ich auch mal Danke sagen. Jo, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, ich bin jetzt raus und tschüss. In dem Sinne, er hat's gesagt. Haut da rein, bleibt da geil, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Tschüssikowski.